Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Blackguard mit Paxis. Und wir befinden uns immer noch in der Kanalisation und wollen die Echsenmenschen besiegen, töten. Ihnen zeigen, dass das so nicht geht. Also wir sind nicht in der Kanalisation, sondern wir mussten da durchgehen. Hier ist die Kanalisation gewesen. So, Paxis greift jetzt auch mal die Dame an, die ziemlich gut auszuweichen scheint, wie es aussieht. Ey, jetzt übertreib's mal nicht. Der hat. Ey. Der ist fast tot. Ei! Nur noch vier. Steh mir bei. Ja, würde ich auch mal sagen. Okay, dann nehmen wir mal einen Heiltrank. Haben leider nur noch kleine. Warum treffen die denn so gut? Ich müsste mal versuchen, den Typ da zu heilen, aber es klappt halt so nicht. Dann jetzt bitte Feuerschaden. Wenn es vielleicht mal möglich wäre. Schon besser. Ja, will wirklich meinen Zauberer angreifen, ey, dieses Schwein. 6. Oh, das wird echt noch anstrengend, oder kann auch ziemlich anstrengend werden, der Kampf. Er hat immer noch 16. Okay, 9. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist er jetzt tot. Ja, der Zwerg hat noch 19. Oh, dann müssen wir eigentlich fast schon den zweiten Heiltrank benutzen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Was? Lass ihn doch erstmal aufstehen. Wie hat er noch? 23 und eine Wunde. Okay. Eklig. Echt eklig. 7. So, jetzt ist zumindest die gleich tot. Weich doch mal aus. Mach doch mal irgendwas. Du auch, Paxis. Also, er steht wenigstens wieder auf. So, jetzt bringen wir die mal noch schnell um. Oh, fuck. Was mache ich denn jetzt? Was hatten die? Die hatten einen Heiltrank. Also könnte ich ja mal hingehen. Und was war denn das? Nia misslingt Probe. Was macht die denn? Niedergeworfen wegen dem Wasser oder was? Scheiße, Mann. Hier läuft aber auch alles gegen mich. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Nahkampf gegen den anderen Typ und den Zauberer retten. Ach, plötzlich kann es der Zwerg wieder. So, ich würde sagen, auch mit dem Zwerg gehen wir erstmal weg, oder? Ja. Das sollte schon besser sein. 7. Naja, also mindestens ein Angriff soll er eigentlich noch überstehen. Habe ich noch einen Heiltrank? Jo, die kann ich ja theoretischerweise erstmal meinem Kollegen geben. Hä? Muss ich erst hingehen und dann dem Heiltrank geben oder muss der stehen? Ne, jetzt geht's. Gut. Okay, auf jeden Fall scheint der Schwanzschlag seltener zu treffen als der Speerschlag. Aber er hat jetzt auch ziemlich oft, ist jetzt auch ziemlich oft misslungen. Ja, er steht wieder auf, aber er kommt halt nicht weg, ne? Er kommt halt nicht weg. So, wir reduzieren mal die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt den Zauberer angreift und setzen jetzt mal alle neben ihn. Ja, es hat funktioniert, aber jetzt hat mein Zwerg auch nicht mehr viel. Und ich habe erstmal. Ja, ich kann eine Wunde heilen, aber es bringt mir ja nichts. Gehen wir lieber mal auf Angriff. Angriff ist immer die beste Verteidigung, meine Freunde. Merkt euch das bitte. So, die hat ja auch nichts mehr. Also wir können da jetzt noch einen Schutzzauber machen. Auf, wer braucht jetzt die meine Hilfe? Der Zwerg erstmal. Ah, den sehe ich gerade nicht. Mal gucken, ob ich ihn. Ich glaube, den sehe ich gar nicht, oder? Die wird von beiden versteckt. Also kann ich eigentlich machen, was ich will. Nee, dann greife ich doch lieber an. Das ist, denke ich, wichtiger. Dass der erstmal tot ist. Na also, hat sich doch gelohnt, der Angriff. Jetzt können wir unserem Zauber ein bisschen abhauen. Und gleichzeitig unseren Zwerg für 20 Lebenspunkte heilen.
Na also, und schon sind wir zurück im Kampf. Welcher von denen hat am wenigsten? Der hier, dann machen wir den mal Platz. Oh, scheiße, das wäre wichtig gewesen. Jetzt aber. Gut. Jetzt können sie eigentlich abhauen, jetzt können sie wegrennen. Flüchten gibt es aber, glaube ich, in dem Spiel nicht. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Die brauchen eigentlich auch alle keinen Schutz mehr. Wir greifen jetzt einfach an. Wir werden ja danach bestimmt wieder in die Stadt können und uns heilen. So. Kurz überlegen. Ja, vielleicht dann doch nochmal eine kleine Heilung machen. Wobei, wir können auch nochmal eine große machen. Geht ja bis 44 jetzt, durch die 20 Punkte, und er kann ja 50 Lebenspunkte haben. Hat unser Zauberer zwar fast keine Kraft mehr, aber, also keine Astralpunkte mehr, aber ist auch egal. 9. 8. Stimmt, jetzt kann ja unser Paxis auch besser parieren, weil er das bessere Schwert hat, dieses Langschwert, den die Parade besser ist. Oh, 9, das war ein guter Treffer. Jetzt werden wir einfach näher gehen und dann vielleicht, falls er in der nächsten Runde noch leben sollte, in den Nahkampf gehen. Aber ich glaube fast nicht, dass er das überlebt. Es sei denn halt, der Zwerg trifft mal wieder nicht. Jetzt ist er aber tot, oder? Sehr schön. Jetzt bekommen wir bestimmt wieder 50 AP. Ah. Ach, der Drache soll sie holen. ...50 AP und auch nicht viel Geld. Schade, schade. Aber wieder ein Zaubertrank, immerhin. Ich könnte natürlich meinen Zuraban auch einfach auf Speere skillen. Dann könnte er zumindest aus zwei Feldern Entfernung treffen. Mal kurz gucken, hat er da vielleicht schon was? Nee, hat noch nix. Aber wir haben auch gerade keinen Speer, ehrlich gesagt. Die Frau hat einen Speer, die braucht ihn eigentlich gar nicht. Kann der Speere nehmen? Gucken mal. Gib mir mal dein Speer, Mäuslein. Mäuschen, willst du mit mich Eis essen gehen? Charisma. Ach so. Speer, Parade, also Schaden 5 bis 10, Attacke 7, Parade ist ein schlechter, aber ansonsten scheint er das nehmen zu können, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, geben wir ihm den Speer als Waffenset 3, und da er dann natürlich eine kleine Skillung braucht, investieren wir dann doch mal schon ein paar AP da rein in dieses Waffentalent. Und da geht es dann ja auch eigentlich nur um den Angriff. 14 ist auch noch billig, genau wie 22. 32 investiere ich auch noch, bleiben wir über 600. So, jetzt hat er da 4 und geht komplett in den Angriff, weil ich werde eh immer nur über die Distanz angreifen, wenn Zauber nicht mehr gebraucht werden. Das ist also, wird eher selten der Fall sein, aber ich denke, das ist jetzt echt besser, als wie es vorher war. So, dann heim. Au, jetzt haben wir auch wieder einen Wirt hin. Die Götter zum Gruße. Sucht ihr ein Bett? Ja, wenn du mit reinsteigst, dann noch lieber. Woran mit euch? So, und jetzt heilen wir noch die Wunde. Ja? Das haben wir gleich. Wie es? Dann reden wir mit ihr. Vielleicht bekommen wir jetzt noch ein bisschen was. Gut gekämpft. Ich würde euch in meine Echsenjägertruppe aufnehmen. Aber wie es scheint, seid ihr Verbrecher. Also das verletzt mich. Ihr habt einen Tag, um über die Grenze zu verschwinden. Niemand hat euch hier gesehen. Mit diesem Gold solltet ihr eine Weile überleben. Oh, danke. Wenn euer heißblütiger Südländer es nicht an die Huren verschwendet. Ah, das ist auch gelöchtig, gerade das Feuer. Wie viel haben wir gekriegt? 200 Abenteuerpunkte, geil. Langsam geht's vorwärts. 20 Dukaten, 0 Silberstücke und 0 Heller. Okay, das ist nicht so viel Geld, aber was gibt es? Was? Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal über die Grenze und schauen, was es in der nächsten Stadt so zu kaufen gibt. Ich will jetzt hier nichts weiter investieren. In Winnep.
Da kommt der Bluthund wieder. Gleich wird er bellen. Sehr ehrbar von euch, Morbal gegen die schuppige Meute zu verteidigen. Aber das ändert nichts daran, dass ihr Gesetzesbrecher seid. Keiner von euch wird dieses Land verlassen. Aber tröstet euch. Ich bin sicher, der Morast der Sümpfe wird euch mit offenen Armen empfangen. Der Mann hat recht. Die Sümpfe könnten uns helfen. Was machen wir denn mit den Sümpfen, wenn die uns helfen? Können wir nicht darin versinken oder stecken bleiben oder irgendwas, wenn wir drin bleiben? Das sind halt echt verdammt viele Gegner, aber das sind alles nur solche Babygegner. Der kämpft ja eh nicht mit. Und ja, wenn ich mir die so angucke, das sind ja alles Stufe 1, kannst du ja vergessen. Ich gehe jetzt einfach auf Angriff und bums. Ich meine, wieso soll ich jetzt noch irgendwas anderes machen? So, kann ich irgendjemand direkt angreifen? Ja, kann ich. Der hat 21, wer hat das meistens mit dem 25? Der ist da drüben. Das scheinen mir alles Nahkämpfer zu sein und der hier hat wieder so eine 200er Waffe, also greifen wir den erstmal an. Ja, das sind doch keine Gegner, da brauchen wir nicht erst in den Sumpf gehen. So, der kommt hier rüber. Der hat einen. Ja, das sind ja diese Zweikämpfer, die muss ich zuerst angreifen. So, ich denke, ich werde erstmal Schutzzauber nehmen, weil das doch ziemlich heftig ist, was. Also das sind viele Gegner, die können halt schon reinhauen, deswegen geben wir ihm mal die Geschwindigkeit. Die leider nicht funktioniert und ihm geben wir den Rüstungsschutz. Was zum Glück funktioniert, weil hier haben wir halt zwei mit einer Zweihandwaffe, also die machen halt fett Schaden. Und dann halt noch zwei andere. Deswegen ist es schon gut, wenn der dann einen besseren Schutz hat. Und der Zwerg scheint sich auch so gerade ganz gut zu schlagen. Oh, der eine hat schon eine Wunde, sehe ich gerade. Sehr gut. Der steht mit bei dem Zwerg. Das ist auch der mit der Zweihandwaffe. Das ist perfekt. Machen wir den erstmal Platz. Fast. Dann gehen wir auf den. Ist auch geil, dass der Wuchtschlag in 95% der Fälle trifft. Jetzt geben wir ihm aber nochmal die bessere Initiative, falls es vielleicht jetzt Bock hat zu klappen. Wie viel Prozent sind das? 67%. Na also. So, jetzt können wir ja schon auf Schaden gehen. Den können wir zum Beispiel angreifen. Mit Flammenschlag, Flammenstrahl Level 2. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, 3. Sah ziemlich blutig aus, aber hat keine Wunde gerissen. Und der hat einfach mal 13 Schaden jetzt genommen. Was ist mit dem Zwerg los? Dabei hat er doch einen besseren Ausweichwert jetzt. Warum trifft denn den jetzt hier da? Ich hab den gerade eben verzaubert. Vorher war gar nichts passiert. Ja, ich hab natürlich vergessen. Ich habe natürlich auch keine Heiltränke gekauft, weil ich dachte, das kann ich alles in der nächsten Stadt machen. Naja, gut, da muss ich hoffen, dass das, was mir der. Der Zauberer jetzt an Energie geben wird, dass das reicht. Paxis schlägt ihn. Doch. Ja, jetzt gehen wir auf Angriff von. Der hat noch 21. Oder nee, ich verzauber mich mal noch kurz und mache mich stärker. Weil es sind schon noch einige Ziele, da wird sich das lohnen. Und es funktioniert auch in 86% der Fälle. Und jetzt heilen wir unseren Zwerg einfach für 20. Ach so, ich sehe ihn nicht. Gehen wir mal hier hin. Zum Glück funktioniert dieses Heilen in so viel Prozent der Fälle. Das ist gut. So, sieht doch schon viel besser aus. Ja, das scheint eine gute Runde zu werden. Kaum gesagt, schon bekommt man wieder Schaden. Aber okay, alles kann man halt leider nicht verhindern. Ich denke, der hier macht noch ziemlich viel Schaden, deswegen greife ich den als nächstes an. 30, 30, 30. Ja, ich würde sagen, wieder den. Also nee, gehen wir auf den hier, weil den kann ich jetzt auch mit den anderen Leuten treffen, weil er nicht verdeckt wird. Mist. Zum Beispiel mit ihr.
10. Oder mit ihm. So, wir haben jetzt hier einen mit 11. Ich würde sagen, den greifen wir als erstes an, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt stirbt, am höchsten ist. Sehr gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, dass der mit der Zweihandwaffe nicht trifft, ist auch nicht schlecht, weil wenn der einen kritischen Schaden raushaut, ist das auch vielleicht mal 15 oder 17 oder so. So, jetzt haben wir hier einen noch mit 12. Schade. Ich dachte, den bekommen wir vielleicht auch direkt mit einem Wuchtschlag down. Und jetzt ist es eigentlich egal, wen ich von den zwei angreife. Den treffe ich halt auch wieder mit dem Zauberer, deswegen gehe ich erstmal auf den. Aber ich könnte auch erstmal den mit 3 abschießen. Ja, das ist besser. Was? Und der trifft nicht? Oh nein! Oder die trifft nicht. So, jetzt haben wir einen mit 15, einen mit 3. Dann nehme ich lieber erstmal den mit 3. Da reicht aber der normale Strahl. Jetzt kann er ja eigentlich schon mal wieder abhauen, unser kleiner Verfolger, weil er musste ja eigentlich sehen, dass das schon wieder war für seine Gruppe. Für seine Hunde, wie er sie so liebevoll nennt. 12 weg. 8 weg. Ein mit 7, das ist der. Den greifen wir mal an. Ah, den kann ich nicht treffen. Ach, 5 nur. Es nervt aber auch, dass diese Verzauberung von der... dieses Falkenauge-Verzauberung, dass das nur so kurz hält. Das ist ja fast schon wieder sinnlos. So, 2 oder 9. Dann machen wir den mit 9 erstmal Platz. Wobei, da brauchen wir halt wieder den teuren Zauber. Nehmen wir doch lieber wieder den kleinen Zauber. So. Zumal der andere Typ ja auch schon verwundet ist, das heißt, das ist eh weniger ein Problem. 9 schaffen wir jetzt vielleicht sogar schon mit dem Schlag. Sehr gut. Und jetzt greifen wir einfach den hier an, weil wir den jetzt... Was? Den treffen wir immer noch nicht. Treffen wir ihn denn nicht? Ach, wir haben keine Pfeile mehr bestimmt. Scheiße, Mann. Ja, ich habe vergessen, ein anderes Set auszurüsten, wo wir Pfeile haben, ne? Nehmen wir halt den Langbogen. So, jetzt haben wir noch 18 und 24. Wechseln wir mal auf den Speer. Weg da! Ach ja, die hat ja nichts mehr. Was mache ich mit ihr? Na, verzaubern, verzaubern, verzaubern. Geben wir ihm wieder diese Blitzgeschwindigkeit, weil er hat auch nur noch 13 an Lebenspunkten. Das ist vielleicht ganz gut, wenn er jetzt nicht direkt stirbt. Ja, wobei, wir können auch nochmal Heilung zaubern, sicher, sicher. Lass das, ich brauche das nicht. Doch, doch, du brauchst das, mein Freund. Schon auffällig, wie selten wir jetzt Wunden bekommen, das ist gut. Schneller jetzt angreift, sieht zu geil aus. Ja, zaubern. Ach komm, wir warten jetzt einfach, das ist doch eh egal. Ha, 7, ich wusste doch, dass es sich lohnt, auf Sperr zu gehen. Ja, wieder mal geschafft. Mit euch. Auf nach Mengbilla, Freunde! Man hat uns alles genommen! Jetzt lasst uns alles gewinnen! Wie wär's denn, wenn wir den Typen einfach noch angreifen, fertig machen, damit er uns nicht mehr nervt, verdammt! Jedes Mal der gleiche Scheiß, nachher findet er uns wieder. Kurzschwert, ein paar Stiefel, Wundbinde, relativer Müll zum Großteil. Lanzens des Grafen Urias, 3 Wochen vor Elanos Tod. Du warst immer ein Faulpelz. Und ich wette, du bist immer noch ein Faulpelz. Aber jetzt bist du ein Faulpelz mit Ausbildung. Ich wäre also dumm, keinen Gebrauch von dir zu machen. Wie ihr wünscht, euer Hochwohlgeboren. Nenn mich Urias.
Elanor hat einen Narren an dir gefressen. Unverständlicherweise. Sie will dich wieder häufiger bei uns haben. Und wie kann ich ihren Rehaugen irgendetwas abschlagen? Glaub aber nicht, dass du nun den lieben langen Tag in unserem Garten herumlungern und Sirup schlecken kannst. Ich bin ein Arbeitstier. Das bezweifle ich. Meine Ausgrabungen gehen mit großen Schritten voran. Leider zieht das auch allerlei neugieriges Gesindel an. Du wirst helfen, die Grabungsstätte zu überwachen. Es wird dir gefallen. Du kannst viel herumsitzen. Sprich mit Aurelia. Sie wird dir alles Wichtige erklären. Was graben wir aus? Die Vergangenheit und die Zukunft. Klingt ehrgeizig. Willkommen zu Hause, Junge. Vielen Dank. Hallo, Faulpelz. Hilfst du mir, die Welt zu retten? Wozu denn? Die Welt ist gut. Die Welt ist ein Teller madiges Fleisch. Sieh dich um. Die Hälfte der Menschen ist unglücklich. Und die andere Hälfte zufrieden. Und das genügt dir? Ich bin fürs Philosophieren. Ich philosophiere echt gern. Jeder Mensch ist in seiner Natur entweder glücklich oder unglücklich. Nimm einem glücklichen Menschen alles und er wird dennoch strahlen. Bewirf einen Unglücklichen mit Geld, Wein und Festen und er wird bald wieder jammern. Es lässt sich nicht ändern. Du bist wirklich ein Faulpelz. Warum so übellaunig? Warum so schlecht gelaunt? Ach, Urias wird mich nicht mitnehmen. Er lässt mich hier verstauben. Weil du launisch und unberechenbar bist. Wer will so jemanden schon dabei haben? Ja, ha. Welcher gefährliche Ort ist es diesmal? Das Regengebirge. Zu den geheimnisvollen Echsenmenschen. Du weißt, wie sehr unser Graf Geheimnisse liebt. Sei froh. Dir bleiben Moskitos und Dschungeltiger erspart. Das Regengebirge ist der letzte Ort, an den ich reisen möchte. Ja, wenn ihr wissen möchtet, wie diese Unterhaltung weitergeht, was ihr bestimmt wissen wollt, dann müsst ihr leider beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss, euer Paxis!